Yo, what's up? Mein Name ist Nurien und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie du hier sehen kannst, ich bin wieder bei mir zu Hause. Wer das letzte Video noch nicht abgecheckt hat, schau auf jeden Fall hier oben oder hier. Da kannst du dir das auf jeden Fall nach diesem Video dir anschauen. Aber heute hast du schon im Titel und im Thumbnail gesehen, ich mache eine Art Experiment für mich selber. Und ich dachte mir so, das muss ich aufnehmen, das muss ich dir da draußen mitteilen. Und zwar geht es darum, die Barttransformation. Das ist ein sehr großes Thema und gerade bei mir, wie du hier sehen kannst, ich habe jetzt nicht enorm viel Bart. Und ich dachte mir, ich mache das Experiment und da habe ich 2 bis 3 gute Mittel rausgefunden, die mir helfen können. Und ich dachte, das passt auch sehr gut zu meinem Content, zu meinem YouTube-Kanal, weil es ja auch allgemein um Haare geht. Ich habe mich sehr, sehr viel informiert darüber. Ich habe mir sehr viele Videos angeschaut. Shoutout auf jeden Fall an A5 HD. Ich kenne jetzt seinen Namen nicht, aber ich habe mir sein Video angeschaut dazu. War mega cool. Und dann noch zu Simon Wackele, weil er hat einen kompletten YouTube-Kanal, wo es nur um Bart geht. Da habe ich mich auch sehr informiert. Und ich dachte mir, okay, ich mache das. Ich ziehe das jetzt durch. Das sind jetzt insgesamt 3 Monate. Denke ich mal, alle 2, 3 Wochen mache ich immer ein Update-Video. Und heute ist das allererste Video. Ich möchte dir gerne die Produkte vorstellen. Das ist keine Werbung oder sonst was. Ich werde es trotzdem hier oben einblenden, weil man das heutzutage machen muss. Ich habe alles selber gekauft. Wie gesagt, alles immer mit Vorsicht. Es sind Produkte zum Teil drin, die man, sag ich mal, zwar kaufen kann, ganz normal, aber die haben immer gewisse Risiken mit sich. Also sei bitte vorsichtig, falls du ebenfalls dieses Experiment machen willst, dass du dich vorher informierst und dass du einfach den Risiken bewusst bist, was da passieren kann. Natürlich habe ich mich sehr damit beschäftigt und weiß, dass in der Regel nie was passieren wird oder selten mal kleine Dinge, aber das möchte ich dir auch dann gleich in diesem Video preisgeben. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran und da zeige ich dir nun das erste Produkt. Und zwar handelt es sich um den Dermaroller. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Ein Dermaroller ist, wie soll ich sagen, einfach wie so eine Art Bürste. Aber der hat vorne so einen Roller und da sind eben 540 kleine Nadeln drin, die wirklich sehr, sehr spitz sind. Und da geht man hier einfach drüber über sein Bart bzw. auch über seinen Kopf, wenn man hier Geheimratshecken hat und so weiter. Und das möchte ich gerne mit dir auspacken. Ich habe es bei Amazon gekauft. Das war, glaube ich, 8,99 €. Also wirklich nicht teuer. Und ich habe da jetzt auch nicht extrem auf, sage ich mal, Markenprodukte jetzt fokussiert, sondern ich habe viele Freunde gefragt und die haben mir das empfohlen. Und da packen wir das aus. Also es wird natürlich noch in einer kleinen Folie verpackt. Das habe ich jetzt schon aufgemacht. Und das sieht dann so aus hier. Also ich finde das ganz cool. Sehr schön, sehr einfach und schlicht. Dann kann man das hier so aufmachen. Und dann sieht man auch gleich hier das Produkt. Hier ist der Dermaroller. Und das siehst du in einem sehr simplen Design in Schwarz. Und einen relativ guten Griff hier vorne. Also man sieht auch hier vorne die kleinen Punkte. Und dann siehst du ganz, ganz kleine, viele Nadeln. Genau. Und da kannst du eben hier schön an den Wangen entlang gehen. Hier am Kinn. Dann an der Oberlippe, hier unten drunter, zum Beispiel auch hier, wenn du möchtest. Und das Schöne dabei ist, man muss wirklich nicht fest drauf drücken. Also man merkt das schon automatisch, wenn man nur ganz leicht hier drüber geht. Man soll natürlich nicht extrem drauf drücken, das ist hier, das ergibt gar keinen Sinn, sondern man soll es relativ locker halten und dann wirklich so 3 bis 5 Mal hier drüber gehen und da wirklich schon mal die Poren öffnen. Was ich noch nicht gekauft habe, das möchte ich dir trotzdem gleich jetzt mitteilen. Das passt ganz gut zu dem Dermaroller. Und zwar Desinfektionsmittel. Warum brauchst du das? Weil natürlich deine Haut gewisse Bakterien auch mit sich bringt, Schmutz und so weiter und so fort. Und wenn du den Dermaroller jetzt nicht jeden Tag desinfizierst, sondern immer wieder nutzt, da kann es eben passieren, dass du Pickel bekommst. Willst du natürlich nicht, ist ja klar, will ich auch nicht. Ich hatte noch nie in meinem Leben so extrem große Pickel gehabt, also ich bin sehr froh darüber. Toi, toi, toi. Dann tue ich das auch wirklich jeden Tag desinfizieren. Ich mache das 2 Mal, also heißt früh mache ich einmal den Dermaroller und abends. Jetzt kommen wir zum Produkt, was der Game Changer sein soll in der Szene hier. Und zwar handelt es sich um den Regain. Ist ein Mittel, was eben das Haare wachsen fördert, sei es am Kopf. Also es ist ja eigentlich für den Kopf gedacht. Aber viele Menschen da draußen haben das eben auch für den Bart benutzt. Und das regt eben nochmal deine Wurzeln an und somit wachsen Haare. Ganz simpel und kurz erklärt. Das ist hier ein Schaum.
Den kann man dann hier öffnen. Und dann kann man das hier so aufklappen. Und da hast du 3 solche Regains drin. Das heißt, das hält insgesamt 12 Wochen, 3 Monate. Und so sieht das aus. Das ist ganz normal in so einer kleinen Dose, sage ich jetzt mal. Ist ungefähr so groß wie meine Hand. So kann man das ganz gut vergleichen. Crazy. Auf jeden Fall, hier ist sozusagen das, das Ding, wo man eben reindrücken muss. Und hier ist der Deckel. Und der soll immer bis zur Hälfte voll gemacht werden mit einem Schaum. Natürlich muss man vorher schütteln, ist ja klar. Und dann kann man hier so das einfügen. Das ist ganz normal nach Schaum, wie Rasierschaum, kannst du dir vorstellen. Und dann tust du es dir wirklich hier einmassieren an den Stellen, wo du Bart haben willst. Laut meiner Recherche ist das so, dass man es auch hier 2-mal täglich nutzen soll. Steht auch da. Einmal früh, einmal abends. Und ja, wie gesagt, das ist Minoxidil. Bitte vorher dich informieren darüber. Du kannst es nicht einfach kaufen und dann direkt loslegen. Informiere dich über die Risiken. Sei dir bewusst, was da passieren kann. Es ist kein Muss. Aber ich will hier niemanden da draußen zu einem Kauf anregen. Auch jüngere Leute zum Beispiel, die erst 15 oder 16 sind. Die sind dann noch in der Entwicklungsphase. Das heißt, es geht bis ungefähr 25, 30. Ab da kann man einschätzen, bekommt man ein Bart oder hat man jetzt nicht unbedingt die besten Gene dafür. Und da empfehle ich das auch wirklich an jungen Leuten da draußen eher nicht, sondern wirklich ab 24, 25. Und damit beende ich das Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Das wird auf jeden Fall ein mega großes Projekt von mir. Ich hoffe, dir gefällt's und du bist auch gespannt, was mit mir nun passiert, ob ich dann eben einen besseren Bart bekomme. Ich hoffe es sehr. Und jetzt werde ich in der Endcard noch ein weiteres Video von mir verlinken. Da kannst du dir anschauen, wie ich anderen Menschen die Haare schneide. Sei gespannt und schau es dir auf alle Fälle an.